und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal oder ein herzliches Willkommen, falls du vielleicht neu hier bist. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf dieses heutige Video, denn ihr wisst es ja, ich liebe es, neue Sachen zu testen. Ich bin immer auf der Suche nach den neuesten Make-up-Pflegeprodukten, um sie für euch zu testen, um euch Empfehlungen oder gar auch Empfehlungen aussprechen zu können. Und ja, auf das heutige Video freue ich mich ganz besonders, denn ihr wisst, es sind aktuell wirklich krass spannende Sortimentsaktualisierungen, gerade im dekorativen Kosmetikbereich am Start. Sowohl Catrice hat Neuheiten rausgehauen und die kommen jetzt in die Regale, als auch Essence. Das ist ja immer zweimal im Jahr. Und ja, anhand anderer spannender Sachen habe ich wirklich dabei DM-Produkte aus einer Filiale aus Mannheim, wo ich jetzt vor kurzem unterwegs war, da ich auf einem tollen Event von Purelay war. Das war wirklich krass, muss ich sagen. Es war so eine schöne Erfahrung, ein toller Tag. Dementsprechend konnte ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, auch dort mal in einen DM zu stiefeln, um ein bisschen zu stöbern. Und eine Brand ist mit dabei, die ich absolut feiere, die ich euch jetzt schon mehrmals vorgestellt habe, die für mich sogar jetzt noch eine ganz andere Bedeutung bekommen hat, denn sie kommt aus Frankreich und ich war jetzt, wann war das? Letzte Woche? Ich muss gerade überlegen, in Paris das erste Mal in meinem Leben und ich bin so begeistert. Also jetzt hat das noch so eine Verbindung für mich irgendwie. Und ja, ich würde sagen, wir starten. Es sind Online-Bestellungen, es ist was von Douglas, was von DM. Ja, gestern war es von einem DM ganz neu, von Mixer-Produkten, was jetzt ganz neu gelauncht wurde. Und ja, wirklich alles dabei. Pflege, dekorative Kosmetik und auch Make-up-Tools. Deswegen, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich hoffe, da ist der ein oder andere Tipp für euch dabei. Falls ihr sowas nicht mehr verpassen wollt, abonniert mich gerne kostenlos, unterstützt mich. Da freue ich mich riesig drüber. Es ist toll zu sehen, wie wir gerade wachsen. Ihr seid wirklich eine super tolle Community und darüber freue ich mich, die News sozusagen mit euch jetzt zu teilen. Ich weiß, um ehrlich zu sein, gar nicht so richtig, womit ich anfangen soll, weil das alles so spannend und schön ist. Und ihr wisst es ja, ich liebe das immer danach einzuräumen und zu testen. Und ja, einiges davon habe ich jetzt auch schon ein bisschen länger getestet. Und vieles werde ich jetzt im Laufe der nächsten Wochen natürlich testen. Ich habe mich anfixen lassen. Das ist ja wirklich, ne, da darf ich natürlich auch nicht fehlen, der absolute Hype. Die Produkte hier von Sol de Janeiro, diese Boom Boom Collection, sieht man wirklich seit Wochen extrem gehypt im Netz. Gibt es, glaube ich, aber auch schon länger. Da habe ich mir jetzt mal dieses Probeset gekauft, welches nach Pistazie und Salted Caramel duftet. Was soll ich euch sagen? Neben diesem Victoria's Secret Duft, den ich mal hatte, der leider aus dem Sortiment gewandert ist, ist das der krasseste Geruch, den ich jemals gerochen habe. Also der Hype ist es wert, man muss es mögen. Und ich kann euch sagen, obwohl ich eigentlich kein Fan von süßen Körpergerüchen bin und Parfum und Deo, ist das für mich der krasseste Duft ever. Ihr seht es ist schon fast leer. Dadurch, dass es natürlich ein Body Mist ist, ist der auch nicht so lang anhaltend, was egal ist. Also ich sprühe mich damit morgens, abends nach dem Duschen sogar ein, auch wenn ich ins Bett gehe, weil ich liebe diesen Geruch. Ihr müsst unbedingt dran riechen. Ich werde den jetzt auch meiner Mama zum Geburtstag schenken. Also ich habe ihn schon da in größer. Genau, hier ist noch ein Duschgel mit dabei und eben die passende Körpercreme und das riecht so gut. Übrigens, wenn ihr auf Pistazienduft steht, das werde ich mir nämlich jetzt auch mal bald zulegen, gibt es bei Sephora, ich glaube von Kali oder so, ich bin mir gerade nicht sicher auswendig, wie die Marke heißt, gibt es auch einen Gelato-Pistazienduft, also so Eiscreme-Pistazie und der riecht so brutal gut. Also ich stehe momentan total auf diese Duftrichtung. Der ist sehr teuer, aber das ist auch ein Parfum, meine ich, gewesen und dementsprechend hat man da länger was auf der Haut von und der ist wirklich einzigartig, also wirklich krass. Ich versuche mal dran zu denken und setze euch den unbedingt unten hier mal in die Infobox. Ja, was ich noch entdeckt habe, Neues, ist ein Aufsteller von Real Techniques in der Drogerie und zwar das Solar Power Set hier mit 3 Schwämmen. Könnt ihr das erkennen? Müssen wir mal die Softbox ein bisschen heller drehen vielleicht. Oh, das war gerade die falsche Richtung. Genau, also was soll ich dazu sagen? Da ist unten einmal das klassische Make-up-Ei drin von Real Techniques, was ich ja über alles liebe und seit vielen, vielen Jahren benutze, für eben flüssige Produkte. Dann hat man einmal noch so ein kleines Ei, was man eben super für Concealer nehmen kann. Und was steht hier drauf? Flat Edge, Apply and Cover, also zum Auftragen und Covern. Und dann so ein mittleres. Ja, also dadurch, erstmal sind die Farben cool. Macht richtig Lust, ne? Also ist so richtig Sommerdesign. Dadurch, dass ich großer Fan von diesen Real Techniques Schwämmchen bin, ich habe ja auch euch vor kurzem in einem Video diese kleinen süßen Concealer
Puffs, nenne ich sie mal, oder diese kleinen Schwämmchen zum Auftrag von Concealer gezeigt und ich finde die so genial. Dementsprechend, ja, für sowas bin ich immer ganz Ohr, weil die Qualität einfach von diesen Produkten super ist. Also ich habe noch nicht mal den Beauty Blender nach wie vor bis heute ausprobiert, weil Real Techniques mich einfach ja, begeistert nach wie vor. Kaufe ich auch immer nach und genau, die wollte ich jetzt mal ausprobieren. Genau, so, womit machen wir weiter? Körperpflege oder bleiben wir so ein bisschen bei Pflege? Ich habe heute nämlich auch eigentlich den Hauptteil meines Make-ups damit geschminkt, damit ihr das auch aufgetragen seht. Ich blende euch das gleich so ein bisschen ein. Denn jetzt kommen wir zu der Marke aus Frankreich, Tapology, habt ihr bestimmt schon mal gehört, habe ich euch auch schon mal gezeigt und ich hatte euch erwähnt, dass ich auch gerne noch mich da weiter durch die Produkte testen möchte, was ich jetzt auch getan habe. Die haben so eine geile Auswahl und wie ich schon erzählt habe, war ich jetzt vor kurzem in Paris mit meiner Freundin und diese Stadt, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich hatte ja 8 Jahre lang Französisch in der Schule. Ich bin dort aufgeblüht, aufgegangen. Ich muss da unbedingt wieder hin. Wunderschöne Stadt. Also wirklich vom Design her, von den Häusern. Die Sprache zu hören ist für mich Musik in den Ohren. Die Boulangeries da besuchen zu können. Also ne, die Bäckereien und diese Auswahl und diese Eindrücke, die Menschen. Also ich bin nach wie vor richtig angetan und ich war schon in vielen Ländern und habe schon viele Städte gesehen und ne, reise ja auch gerne. Aber das hat bei mir einen Eindruck hinterlassen. Ich kann euch nicht sagen, warum. Wahrscheinlich wegen der Sprache. Ich musste unbedingt wieder hin. Dementsprechend kann ich euch sagen, ne, also Tapology ist ja auch aus Frankreich, habe ich damit jetzt noch so eine andere Verbindung, witzigerweise. Denn ich hatte euch ja mal gezeigt hier, welches ich besitze, dieses Tinted Serum. Also für alle, die davon jetzt noch nichts gehört haben, das ist ja getöntes Skincare. Also Hauptmerk ist bei Tapology Skincare, aber mit auch Pigmenten. Also sozusagen, dass ihr ne, euer Hautbild so ein bisschen aufhübschen könnt auf die natürliche Art und Weise. Super krass geile Inhaltsstoffe, also wirklich frei von Silikon, Paraben, irgendwelchen Chemikalien, die unsere Haut einfach nicht bedarf, die im Produkt nichts zu suchen hat. Und ihr bekommt dafür euer Geld wirklich richtig tolle Sachen. Neben dem Packaging, was voll meins ist, also würde ich Kosmetik rausbringen, würde ich das auch in diesen wunderschönen milchigen Glastiegeln ja, herstellen lassen. Es sieht so edel aus. Genau, und hier handelt sich das, wie gesagt, um dieses getönte Gesichtsserum. Ihr habt eine richtig tolle Pflege mit Squalan, mit Aloe Vera, tolle feuchtigkeitsspendende Inhaltsstoffe und Vitamin C, was ja aktuell sehr, sehr gehypt ist, einfach für so einen glowy, strahlenden Teint. Ich liebe das Produkt, habe das schon, ja, schon einige Monate, muss ich gerade überlegen, Wochen, Monate da. Perfekt jetzt für den Sommer, weil ihr habt einfach einen leichten Auftrag, ihr habt eine tolle Feuchtigkeitsabgabe und trotzdem euer Hautbild wird praktisch ebenmäßig ne, gezaubert, dadurch, dass da eben getönte Pigmente enthalten sind. Was ich jetzt ganz neu in Testung hatte die letzte Zeit, war diese mit Lichtschutzfaktor enthaltene Gesichtscreme. Und zwar schaut die so aus. Ich finde ja auch das Design mit diesen Aluminiumtübchen super cool. Das hat irgendwie so richtig was von früher Drogerie-Vibes, beziehungsweise, ne, also wie es damals aussah. Nur, dass das eben natürlich hochwertige Skincare-Produkte sind. Kein Drogerie-Segment. Und genau, da ist Lichtschutzfaktor enthalten. Ganz, ganz wichtig. Ihr kennt mich, vielleicht die, die mich schon länger schauen. Ich predige das immer seit meiner Ausbildung zur Drogistin von vor über 10 Jahren jetzt mittlerweile schon. Ja, bin ich da total into it. Es ist einfach wichtig, den aufzutragen, um die Haut vor Hautalterung zu schützen und das nicht nur im Sommer, auch im Winter, aber natürlich gerade jetzt. Hier habt ihr pflanzliches Kollagen enthalten und Hyaluronsäure. Ihr wisst, ich schwöre auf Produkte mit Hyaluronsäure, weil die so einen schönen aufpolsternden Effekt haben. Die habe ich vorher aufgetragen, jetzt heute bei meinem Make-up wichtig, das ordentlich einziehen zu lassen. Also macht nebenbei vielleicht nochmal was anderes, trinkt morgens einen Kaffee, bevor ihr dann mit eurer Make-up-Routine sozusagen fortfahrt, damit es einfach ein schönes Ergebnis erzielt, sodass alles ne, Schicht für Schicht einwirken kann. Die ist wirklich sehr, sehr schön reichhaltig und ich finde, in Kombination mit dem Make-up sieht man auch, was ich für eine schöne, glowy Haut habe. Also ohne Highlighter, ohne irgendwie Bronzing-Drops heute drin. Nur danach so ein Puder-Bronzer aufgetragen. Es sieht so, so toll aus.
Genau, was ich dann des Weiteren dann ebenfalls aufgetragen und jetzt ausprobiert habe, sind die Concealer. Denn Concealer darf bei meinen Augenringen auf jeden Fall nicht fehlen. Ich habe von der Genetik aus sehr, sehr dünne Haut, wie wir eigentlich ja alle, unter der Augenpartie. Aber ich habe immer starke Augenringe, egal ob ich viel schlafe oder je nachdem, wie mein Alltag ist. Ne? Also es ist wirklich bei mir immer so. Und da habe ich jetzt hier diesen Concealer mit aufgetragen, blende ich euch auch mal ein. Es ist schwierig, die Produkte, wartet mal, ist das richtig rum, euch in die Kamera zu halten, weil die so reflektieren. Ich habe da jetzt die Farbe T22, das ist Typ 2 Light und auch die Typ 3 Medium mir bestellt. Jetzt, wenn es zum Herbst geht, wenn natürlich die Bräune im Gesicht so ein bisschen abnimmt, ne? Wenn der Herbst kommt, kann man auch alles super mischen. Gerade auch diese Tinted Skin-Serien sozusagen. Da hatte ich die T12 und T13, heute aber nur T12 auf dem Gesicht. Daran sehe ich, dass ich auch wieder ein bisschen blasser geworden bin, weil zuletzt habe ich die beide gemischt. Genau, Concealer auch super feuchtigkeitsspendend, was das Coole ist und das liebe ich immer an so Produkten für unter die Augen, ob es jetzt mit Pigmenten versetzt ist und eine töne Wirkung hat oder ohne, aber der hat beinhaltet Koffein, das heißt, ihr habt nochmal so eine abschwellende Wirkung, was ich richtig cool finde. Und genau, also das Make-up, finde ich, kann sich wirklich sehen lassen. Es sieht wirklich sehr gesund aus. Ich bin jetzt 30, man merkt das, ne? Die Haut wird so ein bisschen trockener, sieht nicht mehr so aus wie vor 5 oder 10 Jahren, was ja völlig normal ist. Und mit solchen Produkten, strahlt man einfach. Also ich finde das mega cool. Das ist übrigens wieder Rocky, der da gerade so schneit im Hintergrund. Schätzilein. So laut sollen wir nicht schnarchen hier im Hintergrund. Also meine Zuschauer wollen ja, dass du dabei bist, aber das bringt mich ein bisschen raus. Genau, das war das. Und was ich richtig toll finde, bei vielen auch immer gesehen und was ich unbedingt testen musste und für sehr, sehr gut wirklich auch erachte, ist dieses tolle Lippenöl hier. Ich habe jetzt die Farbe Coral Orange mitgenommen und ihr seht es, es ist wirklich ultra leicht. Also nicht so grell ansatzweise wie in der Verpackung, aber gerade das finde ich toll. Es pflegt super toll und ihr habt halt diesen natürlichen Look. Ich trage noch ein bisschen was auf. Es fühlt sich super leicht an, angenehm und es zaubert ein tolles Ergebnis. Ne? Auch hier dieser Flakon, ne? Es ist wirklich in meinen Augen eine 10 von 10. So, so toll. Genau, Typology war so nett und hat sozusagen meiner Community euch einen tollen Link zur Verfügung gestellt. Großes Dankeschön an dieser Stelle. Und zwar bekommt ihr eine richtig tolle, hochwertige Körperpflege ab einem Bestellwert von 45 Euro bei eurer Bestellung mit dazu. Das finde ich richtig toll, dass sie da einfach uns die Möglichkeit bieten, einfach ein Goodie in Full Size mit euch sozusagen in den Warenkorb zu packen. Wichtig nur, dass ihr dafür den Link verwendet, den ich euch unten reingesetzt habe und die Produkte verlinke ich euch natürlich auch. Ihr merkt schon, das ist für mich irgendwie nochmal ein anderer Vibe, jetzt wo ich in Frankreich war und irgendwie, das ist so, ja, ich liebe diese Brand, obwohl ich sie jetzt erst ein paar Monate kenne, aber wenn man nach so kurzer Zeit schon so zufrieden sozusagen damit ist und sie auch täglich mit in den Alltag einbindet, gerade das Serum jetzt im Sommer, dann hat das schon was zu heißen. Ja, und sind wir mal ehrlich, wir Beauty-Freaks lieben ja alles auch, was noch schön aussieht. Ne? Nicht nur die Inhaltsstoffe und die Wirkweise ist natürlich das Wichtigste, sondern auch, wenn das so in unserem Schminkzimmer oder Badezimmer sich noch ein bisschen schick ansehen lässt. Ne? Das ist ja so, da sind wir alle so ein bisschen Freaks. Genau, so viel dazu. Mein Engelchen, hallo, hallo. So, ihr habt ja gesagt, wie gesagt, ich soll ihn nicht rausbringen, aber das bringt mich so ein bisschen aus dem Quatschen, wenn er hier so rumrührt. Der kleine Mann. Ja, womit machen wir weiter? Mit dem brandneuen Kryo-Massageroller. Ich glaube, ich schneide gleich weiter. Von Evelyn. 360 Grad drehbare Massagekugel mit Weizenstroh. Das ist ein Massageeffekt. Kommt so daher. Und da bin ich ja mal gespannt. Also das packen wir jetzt mal zusammen aus. Habe ich auch schon im Netz gesehen. Ist für den ganzen Körper, sogar für die Füße geeignet. Für den Rücken, fürs Gesicht. Wirklich für den ganzen Körper. Ich habe gehört, dass der fürs Gesicht hätte ein bisschen kleiner produziert werden können. Haben einige Blogger jetzt schon als Wunsch geäußert. Sieht erstmal irgendwie richtig cool aus, finde ich. Und wir gucken mal, wie sich das anfühlt. Ja, sehr angenehm, ne? Also es ist halt so ein,
ja, Beauty-Gadget für Spielereien. Ich mache das jetzt natürlich mal nicht auf meinem Gesicht, weil ich Make-up habe, aber ja, es fühlt sich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schön an. Habt ihr das schon gesichtet? Sagt ihr, sowas ist für euch Schwachsinn oder benutzt ihr das gerne auch vielleicht zum Produkt einarbeiten oder einfach so zur Massage? Lasst es mich mal gerne wissen. Ich finde, das sieht auf jeden Fall richtig schön aus. Gibt es auch in anderen Farben. Ich habe mich jetzt für grün entschieden. Finde ich mega nice. Ja, muss ich ausprobieren, natürlich. So, dann habe ich in Mannheim in der DM-Filiale zwei Sachen von B-Routine entdeckt, die es bei uns nämlich nicht in der Stammfiliale gibt. Und zwar ist das einmal so eine Enthaarungscreme, sensitiv, samt weiche Haut, mit Shea Butter, Mandelöl und Aloe Vera. So, da bin ich mal wirklich sehr gespannt. Da taste ich mich jetzt so ein bisschen ran. Ich hatte ja auch von Veed letztens euch die Produkte gezeigt und die bin ich jetzt auch gerade in Testung. Ich habe nie so Enthaarungsprodukte benutzt, aber ja, probiere mich da gerne gerade aus. Und was ich sehr cool fand, ist einmal der Wachsstift sensitiv, Augenbrauen und Oberlippe. Das ist so ein, auch süß in der Farbe, so ein Stift eben, wo man das Wachs rausdrehen kann, dann eben aufträgt und dann einfach abziehen kann. Also da, wenn das gut funktioniert, ist das eine coole Sache. Hier sind auch Kaltwachsstreifen drin, glaube ich. Oder? Nee, oder was haben wir hier drin? Wartet mal. Also einmal natürlich den Stift hier. Und was versteckt sich dahinter? Oder sind das so eine Reinigungstücher? Nee, Wachs. Ja, die Wachsstreifen, genau. Und einmal so. Ja, logisch, macht ja auch Sinn. Dann, um das sozusagen abzuziehen. Also das ist cool. Ich glaube, das Einzige, es ist schon wenig, aber gut, wenn man das nur für die Gesichtspartie verwendet, scheint das ja vielleicht zu lang. Muss man mal gucken, wie ergiebig das ist. Finde ich auf jeden Fall eine richtig geniale Sache. Habe ich auch so noch nie gesehen, glaube ich. Und hier, schaut mal, das sieht auch richtig cool aus von der Form. Also das stelle ich mir richtig praktisch vor. Ja, freue ich mich richtig drauf. Als ich das gesehen habe, da war ich gleich richtig Feuer und Flamme, das mal zu testen. Genau, gibt es das bei euch in der Filiale auch? Habt ihr das schon gesichtet oder vielleicht auch gar schon ausprobiert? Dann lasst es mich unbedingt wissen. Ja, dann bin ich gestern, ich kann ja immer natürlich auch, also könnt ihr auch in der DM-App gucken, wo was verfügbar ist. Und da habe ich dann gesehen, dass von Mixer der Aufsteller am Start ist, bei DM hier bei mir nebenan. Und habe dort die zwei Produkte mitgenommen. Das sind Cleanser. Einmal einer mit Salicylsäure und Squalan. Squalan, der Inhaltsstoff, wie gesagt, der ja auch in den Typology-Produkten enthalten ist. Ein tolles Feuchthaltemittel und eben Salicylsäure, welches gegen Unreinheiten wirkt oder auch vorbeugt. Genau, einmal den hier, parfümfrei, zu Unreinheiten neigende Mischhaut. Und sehr spannend erachtet fand ich hier den mit Hyaluronsäure und auch Squalan. Ich finde die Mixer-Produkte sehr, sehr toll. Ich habe ja auch schon mal mit denen zusammengearbeitet und ich stehe nach wie vor sehr hinter dieser Brand. Auch gerade die Körperpflegeprodukte und diese Tiegel, die sind ja wirklich große Klasse. Auch parfümfrei und das ist jetzt hier für trockene und empfindliche Haut. Ich bin da richtig gespannt drauf. Ich liebe Skincare, ihr wisst es. Dementsprechend ja, teste ich mich da einmal durch die Bank weg durch und deswegen feiere ich auch Typology aktuell so. Ja, immer wenn Neuheiten auf dem Markt sind, muss ich die testen. Ja, kommen auch cool daher, finde ich, vom Packaging mit so einer einfach Tube. Es gibt auch noch in diesem Aufsteller ganz viele andere Produkte, also Serien immer passend zu dieser Reinigungsserie an sich. Und ich glaube, da gab es auch noch was mit Vitamin C auf jeden Fall. Ja, bin ich sehr, sehr gespannt. Richtig cool. So, und dann ja, schließen wir das Video mit einer Essence-Neuheit aus dem neuen Sortiment. Das ist einmal das Lip Care Sugar Scrub hier von Essence in diesem kleinen Tiegelchen. Da freue ich mich sehr drauf. Ich glaube, das heißt, ja genau, Matcha Latte. So kommt es daher. Schön für die Abendroutine, einfach um die Lippen zu peelen, gerade jetzt auch dann, es ist komisch, das schon immer zu sagen, aber für die bald kommende Herbstzeit, wenn man matte Lippenstifte und sowas trägt oder Lip Liner. Riechen tut das jetzt irgendwie nicht so doll oder fast gar nicht. Auf jeden Fall hatte ich mir gedacht, muss ich mal gucken, habe ich das hier. Genau, ich habe ja von Catrice mit diesem süßen, dieses süße Peeling-Tool hier aus dem
Sortiment gekauft gehabt und in Kombination damit abends habe ich gedacht, ist das eine coole Sache? Und da freue ich mich drauf. Genau, das war das. Ich habe übrigens noch weitere Essence Update Produkte gekauft, aber um das Video heute nicht zu sprengen und zu sehr in die Länge zu ziehen, gibt es das in einem neuen Haul, denn ich habe hier noch ganz viele andere Sachen, aber wie gesagt, das würde einfach das heutige Video sprengen von der Länge. Und so bekommt ihr das Stück für Stück. Da könnt ihr gespannt sein. Genau, und von Catrice habe ich drei Sachen mitgenommen. Das Blight and Blur Loose Powder. Das schaut so aus, in so einer schönen rosanen Verpackung. Und das soll, was haben wir hier draufstehen? Unebenheiten kaschieren, für alle Hauttöne geeignet und hat einen optischen aufhellenden Effekt. Ja, habe ich noch nicht getestet. Bin ich gespannt, wie sich das so auf der Haut verhält und wird natürlich getestet. Und was ich richtig, richtig schön fand, also erstmal nicht nur die Wimpern an sich, sind der absolute Oberkracher, sind aber wirklich sehr auffällig, aber auch das Packaging fand ich ja mal richtig, richtig nice. Schaut euch mal diese Wimpern an. Leute, was ist das denn? Oh Gott, ihr seht mein Ring nicht sehr doll, aber ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Also das ist die 020. Wow, mega schön und auch ein dünner, oben so ein dünner Bund, also es lässt sich gut aufkleben und dann mit einem dezenten Eyeliner noch ein bisschen verblenden und die sind ja auch schön. Also das ist schon wirklich, wie gesagt, für alle, die das ein bisschen auffälliger mögen, ne? Also es ist jetzt nichts für ein Alltag, wo man sagt, so auch ein bisschen natürlich die Wimpern ein bisschen optimieren, die sind schon doll, auch für Festival und so cool, aber ich mag es ja, wenn ich mir Wimpern klebe, dann will ich auch, dass man das sieht. Andernfalls kann ich mir meine Wimpern halt tuschen, so wie jetzt auch. Von daher eine richtig coole Sache. Und wie gesagt, die Art der Aufmachung finde ich mega genial. Mal was anderes. Ja, meine Lieben, ihr seht es, ich freue mich heute richtig doll über die Produkte. Also ich freue mich immer über diese ganzen Neuzugänge, über das Testen und euch ja so coole, neue oder auch gehypte Sachen zu zeigen. Aber heute freue ich mich irgendwie besonders darüber. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe auch gute Laune heute, ihr merkt es. Also, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Einschalten. Ich hoffe, das hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Denkt dran, wenn ihr bei Typology was bestellt und das über 45 Euro sein sollte, nutzt unbedingt meinen Link und ihr bekommt ein gratis Full-Size-Körperpflegeprodukt. Richtig genial. Wie gesagt, nochmal ein großes Dankeschön an Typology an dieser Stelle, dass ich diesen, ja, diese Möglichkeit für euch, für meine Community bekommen habe. Langsam. Und ansonsten, ja, räume ich meine Schätze jetzt ein. Freue mich darüber. Freue mich, dieses Video für euch gedreht zu haben. Ich wünsche euch noch einen bezaubernden Tag heute. Bleibt mir gesund. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei meinem nächsten Video mit dabei seid. Wie gesagt, noch weitere spannende Catrice und Essence-Neuheiten, aber auch Haushaltsprodukte habe ich hier. Noch weitere neue Pflegeprodukte. Also es ist wirklich, es wird nicht langweilig hier. Also die Zeit ist gerade sowieso, es kommen so viele geile Neuheiten raus. Also es gibt ja mal ruhigere Phasen und na, jetzt Herbst steht viel an. Aber es gibt gerade auch, finde ich, so viele spannende neue Sachen. Also da muss ich wirklich sagen, aktuell ja, macht es noch mehr Spaß als sonst, sich damit zu beschäftigen. Und ich denke, das merkt ihr auch. Und ja, bevor ich jetzt hier noch weiter euch voll quassel, habt einen tollen Tag. Bis zum nächsten Mal und bis dann.